Cyrus Truesdale gegen Alexis Rhodes. Leider haben die Decks hier keine ordentlichen Namen, was ein bisschen traurig ist. Wir sehen die Seite von Alexis, gebieterischer Ritter auf der Anfangshand, setzt eine Riesenratte, Wiedergeburt verdeckt aufs Feld, wird von einem Stealth-Roid-Angriff mit nur 1200 ATK, keine gute Verteidigung auf der Cyrus-Seite. Cyrus schützt sich aber vorerst mit verräterischen Schwertern, da kommt aber sofort der schwere Sturm, um die Schwerter wieder zu vernichten. Stealth-Roid wird überrollt, sowohl von einer Riesenratte als auch von einem gebieterischen Ritter. Abwurf von einem negierenden Kite-Roid. Cyrus schützt zumindest seine Lebenspunkte, hat hier noch eine Zauberfallenkarte verdeckt und ein Monster in verdeckte Verteidigung. Bodeneinsturz auf Alexis Seite wird allerdings nicht gespielt. Die Schlüsselkarte der Roids schlechthin. Der Submarine Roid hat das Feld betreten und blockiert nun alles. Schwerer Sturm wird aktiviert. Das gesamte Feld wird von Zauberfallen befreit. Submarine Roid kann nun die Lebenspunkte mit unglaublichen 800 Schadenspunkten direkt angreifen. Es könnte sich auf ein langes Duell hier hineinsteigern. Alexis wieder dran, hat kein Monster, das an 1800 vorbeikommt. Hex, versiegelte Fusion in verdeckter Verteidigung für Cyrus, kann damit allerdings gerade nichts anfangen. 800 Schadenspunkte durch Submarine Roid, geht nun wieder in die Verteidigung. Alexis topdeckt eine Kriegerin, die allerdings ebenso nicht genügend Angriffspunkte hat, mit 1500 aber nicht ganz schlecht dasteht durch die Unterstützung des gebieterischen Ritters. Hat hier noch die Riesentronade auf der Hand. Submarine Roid kommt wieder in den Angriff, Cyrus geht wieder wieder auf Alexis Lebenspunkte. Alexis auf 5400 runter. Cyrus über seinen maximalen Lebenspunkten. Kreaturentausch auf der Hand von Alexis. Hätte hier jetzt gute Karten, wenn sie es schafft, Hex die versiegelte Fusion aus dem Weg zu räumen. Submarine Roid attackiert weiter. Könnte hier das Duell alleine für sich entscheiden. Die unglaublichste Schlüsselkarte. Aber da kommt der zweite gebieterische Ritter. Und Cyrus muss das Feld wipen mit dem reißenden Tribut. Alexis hat alle ihre Monster verloren. Hat nun gar nichts mehr. Eine Hex-Erde versiegelte Fusion mit 1000 ATK ist hier gerade das einzige Monster. Bodeneinsturz vom Topdeck. Es sieht gut aus für Cyrus, da Alexis keine Monster hat, um sich wehren zu können. Hätte theoretisch einen Kreaturentausch, wenn sie ein Monster Topdeck, hätte sie auf jeden Fall momentan den Vorteil. Cyrus greift weiter an mit den schwächsten Monstern, die man in Duel Monsters finden kann. Spielt noch ein Monster in verdeckter Verteidigung. Monster für Alexis, das sie nicht spielen kann. Sie ist weiter komplett blockiert. Es sieht sehr gut aus für Cyrus. Da ist wieder die ultimative Schlüsselkarte der Roids. Submarine Roid hat das Feld ein weiteres Mal betreten. Cyrus scheint hier ohne Probleme durchpreschen zu können. Nur noch 800 Lebenspunkte für Alexis. DD-Kriegerin in verdeckte Verteidigungsposition, wird hier nicht den Angriff der ultimativen Roid-Schlüsselkarte Submarine Roid blocken können. Express Roid im Angriffsmodus bringt nochmal Karten aus dem Friedhof zurück und der direkte Angriff auf die Lebenspunkte. Cyrus in 20 Spielzügen vernichtet Alexis ohne jegliche Konkurrenz. Wie zu erwarten war, niemand hat daran gezweifelt, dass die Roid alles vernichten würden. Nicht die 7 Leute, die gegen Cyrus gesetzt haben und nur die eine Person, die für Cyrus gesetzt hat, vor allen Dingen. Unser zweites Duell. The Supreme King gegen Jaden Yuki in seiner zweiten Version. Wir verfolgen ein Jubel-Deck, wie es aussieht. Erstmal eiliger Notruf für Elemental Stratos. Holt sich Neoneos. Geht damit in den Angriffsmodus gegen Grand Maul, schickt Stratos wieder auf die Hand zurück. Das ist nicht unbedingt die beste Strategie, Stratos auf die Hand zurückzuschicken. 2 verdeckte Karten, okay, Neoneos wird gespielt, rechtschaffendes Urteil aktiviert. Außerdem MST, alle Zauberfallen wurden zerstört, aber Neoneos bleibt draußen auf dem Feld und macht dem Supreme King schon mal 1900 Punkte Schaden. Supreme King spielt Grand Maul ein weiteres Mal und gibt Neoneos auf die Hand zurück. Eine verdeckte Karte hinterher. Neoneos wieder raus mit 1900 Schaden. Supreme King sieht gerade nicht gut aus. Supreme King spielt wieder Grand Maul. Wenn sich das hier weiter so wiederholt, dann wird The Supreme King sehr schnell einfach vernichtet werden. Jaden spielt Neoneos, attackiert wieder. Ich sehe hier ein sich wiederholendes Monster und ein sehr, 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 sehr kurzes Duell. Finsterer Zauberruf. Da kommen endlich finstere Helden. Böser Held Dark Gaia, aber nicht mit unbedingt den stärksten Fusionsteilen, hat gerade mal 1900 ATK mitgebracht, aber endlich kann Supreme King sich zumindest in irgendeiner Form wehren. Kein Grand Maul dieses Mal dazu gespielt, merkwürdigerweise. Nethernios doppelbeschwört sich, rennt in die Verteidigung von Clayman rein, nimmt also 100 Punkte Schaden. Staubtornado zerstört Raigeki, Break, Jadens Hand ist noch sehr gefüllt, Supreme King hat nur noch 2 Handkarten, nun aber eine Zauberfallenkarte extra gelegt. Jaden am Zug, hat den Armageddon-Ritter gezogen, spielt Stratos ein weiteres Mal und holt sich damit Prisma aus dem Deck.
Selbstmordangriff mit Neo-Neos. Oberseele holt Neos zurück. Somit ist der dunkle Elementarheld wieder weg. Clayman muss nun alleine die Stellung halten. Dimensionsfusion. Extrem teure Angelegenheit. Nur noch 300 Lebenspunkte für den Supreme King. Das kann gar nicht gut gehen. Grand Maul aktiviert wieder seinen Effekt. Grand Maul geht wieder in den Angriffsmodus. Jaden hat hier nur noch sehr wenig Arbeit zu leisten. Prisma wird beschworen. Geht auf Regenbogen-Neos in seinem Fusionsdeck, zerstört Sangen. Sangen bringt einen weiteren Clayman aus dem Deck. Supreme King am Zug. Hat hier kaum noch Lebenspunkte, mit denen er arbeiten kann. Holt sich den gegnerischen Neos auf seine Seite. Alle Monster in den Angriffsmodus. Ein Clayman im Angriffsmodus. Absoluter Suizid mit nur 300 Lebenspunkten. Grand Maul geht auf die Hand zurück. Clayman attackiert mit 800 ATK. Jaden muss jetzt nur noch etwas spielen, das Claymans ATK gut genug überschreitet, wie diesen Another Neos. Greift an. Keine Zauberfallen. Und The Supreme King hat verloren. Jaden Yuki gewinnt das Duell. Easy, easy. Es duellieren Amnael mit Lyman Banner 04 gegen Dean mit dem Deck Dean 02, was auch immer das noch gleich für ein Deck ist. Es ist ein Konterfallen-Deck, okay? Konterfallen gegen vermutlich ein Helios-Deck? Schauen wir mal. Oh, Marshmallow erstmal effektiv mit einem Adligen, der Auslöschung vernichtet. Sehr gut für den Start. Ja, es ist auf jeden Fall ein Helios-Deck. DD-Überlebende kommen aufs Feld, werden erstmal auf die Hand zurückgeschickt, aber durch die Konterfalle konnte nichts Sinnvolles beschworen werden. Erzengel der Weisheit mit 1800 in den Angriffsmodus, aber das gegnerische Feld wird von Schafsspielmarken bewacht, die erstmal eine Weile weggemäht werden müssen. Hat hier einen Voltanus in der Hinterhand. Voltanus immer gut für die Konterfallen. Hier liegen auch Konterfallen zur Unterstützung. DD-Überlebender wieder auf dem Feld. Aktuell noch keine Möglichkeit, DD-Überlebender auch tatsächlich aus dem Spiel zu entfernen. Urteil des Anubis. Der Erzengel wird zerstört. Spiegelkraft wurde verwendet. Voltan ist aber weiterhin noch auf der Hand. Da liegt ein Gellenduo, das, solange kein Kampfschaden passiert, nicht zerstört werden wird. Feuerliches Begräbnis wird aktiviert, um den Erntengel der Weisheit wiederzuholen. Gefährlich für das Gellenduo. Opfer des Gellenduos allerdings für Voltan ist den Schiedsrichter. Und das gesamte Feld rennt in den reißenden Tribut. Nun hat Dean keine Monster mehr. Hat Amnael noch welche auf der Hand? Wir werden es jetzt erfahren. Oder sind beide Spieler... Nein, beide Spieler sind nicht mehr in der Lage, irgendwas zu beschwören. Dean topdeckt einen Adligen der Auslöschung. Amnael topdeckt kein Monster. Spielt eine weitere Zauberfallenkarte. Hat hier den Makrokosmos und kriegt damit nun Helios, die ursprüngliche Sonne ausfällt. Zwar nur mit 100 ATK, aber solange keine anderen Monster draußen sind, um das Ganze herauszufordern, ist das eine der besten Sachen, die Amnael passieren konnten. Spielt jetzt hier die Kombi des Verbanner des Strahls plus Helios Duo Megistus, der momentan allerdings auch nur 400 ATK hat. Voltanus kehrt zurück mit der Wiedergeburt aufs Feld, will hier ganz schnell Helios entfernen. Eine kluge Entscheidung, bevor Helios durch entfernte Monster gestärkt wird. Wiedergeburt bringt das Gellenduo nun auf Amnails Seite. Solange kein Kampfschaden entsteht, eine gute Sache. Voltanus wird durch das Exil zerstört. Und 1600 Punkte Schaden durch Verbanner des Strahlens. Gellenduo hätte nun eigentlich gespielt werden sollen. Da hat die KI mal wieder die Reihenfolge ihrer Spielzüge verpatzt. Aus irgendeinem Grund spielt die nicht das feierliche Urteil. Hätte ihnen vielleicht zukünftig ein bisschen helfen können. Hat hier aber vor allen Dingen einfach keine Monster. Sieht sehr gut aus für Amnail. Wird nun einfach direkt angreifen können, ohne dass Dean sich in irgendeiner Form wehren kann. Lässt ja aus irgendeinem Grund das Gellenduo einfach hart in der Verteidigung liegen, obwohl es schon zum Sieg hätte führen können. Großzügige Artemis in Verteidigungsposition, kann momentan das gegnerische Feld komplett blocken. Da kommt Exiled Force, wird aber clevererweise vom Urteil vernichtet. Ansonsten wäre es auch für Dean gelaufen. Somit ist das Gellenduo besiegt, weil Kampfschaden genommen wurde. Gellenduo wurde aus dem Spiel entfernt. Dean hat hier nochmal eine Chance, attackiert mit großzügiger Artemis und dem Erntengel der Weisheit. Amnael nimmt wieder Schaden, ist nun auch auf 3700 runter. Dean könnte das hier noch rumreißen, wenn Amnael hier keine Verteidigung mehr zieht. Kriegt verräterische Schwerter, wird aber wieder gekontert durch das feierliche Urteil. Die Konterfallen kommen hier zum vollen Einsatz. Großzügige Artemis wird nochmal gespielt. Dean hat es scheinbar nochmal rumgerissen, attackiert mit dem Erntengel, mit... Großzügige Artemis doppelt und Dean hat gewonnen. Dean hat das Duell für sich entschieden. Das war tatsächlich ein spannendes Duell.
Normales Duell, Bastion Misawa mit Bastion 05 gegen Cyrus Truestyle mit Cyrus 05. Wir sehen die Cyrus-Seite, die ollen Roid-Karten. Ambulanz-Roid, der beste Roid. Steam-Roid, erstmal in den Angriffsmodus, um direkt vernichtet zu werden. Unterstützt von einer bodenlosen Fallgrube, die allerdings direkt von Bastion aus dem Spiel entfernt wird. Angriff mit der UFO-Schildkröte, stärker durch den Angriff als der Zug. Und somit übernimmt Bastion schon mal die Feldkontrolle. Ein Spielzeugauto von Cyrus' Seite, reißender Tribut, um Drillroid zu vernichten. Das Feld ist wieder frei. Bastion am Zug darf nun frei angreifen. Spielt ein Fuchsfeuer im Angriffsmodus. Was in aller Welt ist dieses Deck? 300 Schaden. Cyrus am Zug spielt einen Drillroid und attackiert das Fuchsfeuer, das allerdings zurückkehren wird. 700 Schaden an Bastion Misawa. Fuchsfeuer kehrt zurück in die offene Verteidigungsposition, um die Welt zu verteidigen. Bastion spielt ein weiteres Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Keine Zauberfallenkarten. Cyrus am Zug zieht eine Falle vom Topdeck, hat hier die Cyberbeschwörungs-Dingensbummens gezogen. Drillroid in die Verteidigung, Ambulanz-Roid im Angriff mit seinen unglaublichen 300 ATK. Opfer für Flamwell Unterwäldler. 2100 ATK greifen in den Ambulanz-Roid an. Cyrus nimmt ordentlich Damage. Fuchsfeuer geht wieder in die Verteidigung. Drillroid muss nun alleine die Stellung halten. Cyberbeschwörungssprenger bleibt da alleine liegen. Noch ein Drillroid in verdeckte Verteidigung. Drillroids versuchen das hier alleine zu lösen, aber da kommt ein weiteres Removal. Adliger der Auslöschung haut den anderen Drillroid weg. Angriff von den Monstern auf Cyrus' Seite. Spielt hier noch einen Sonneneruptionsdrang für zusätzlichen Burn-Damage. 300 unglaubliche Schadenspunkte durch das Fuchsfeuer, 500 Burn-Damage durch den Sonneneruptionsdrachen. Bastion scheint hier extrem gute Karten zu haben und Cyrus niederzureißen. Ambulanz-Roid ist wieder auf dem Feld, kann hier aber nichts Sinnvolles tun. Decoy-Roid wurde in die verdeckte Verteidigung gespielt. Kann hier aber gerade nur bedingt viel tun. Angriff in den Decoy-Roid wurde zerstört. Angriff in den Ambulanz-Roid wurde zerstört. Direkter Angriff durch den den Sonnen-Eruptionsdrachen. Und direkter Angriff durch das Fuchsfeuer. Cyrus kriegt nun 500 Burn-Damage hinterher. Ist jetzt auf 2500 runter. Hat keine Monster, mit denen er sich verteidigen kann. Hat hier Removal-Karten, die überhaupt nichts bringen. Das Duell ist gelaufen. Bastion Misawa gewinnt das Duell auf überzeugendste Art und Weise. Und somit gehen all die schönen Kanalpunkte, die gegen Bastion gesetzt wurden, an die Bastion-Einsetzer. Kagemaru mit Deck 04 gegen Zane mit Deck 03. Wir sehen die Seite von Zane mit Cyberdrachenfusion und einem coolen gepanzerten Cyber. Oh, Kaius, der Schattenmonarch für Kagemaru direkt in der ersten Runde, rennt allerdings in die Sakuretsu-Rüstung, wird direkt entfernt. Nur eine Zauberfallenkarte, die nun die Seite von Kagemaru blockiert. 2000 Lebenspunkte, um einen einzelnen glänzenden Elfen zu holen, der allerdings durch ein TT zerstört wird. Grundsätzlich kein schlechter Einsatz dafür, ein TT zu zerstören. Noch ein glänzender Elf wird normal beschworen. 1400 Punkte Schaden an Kagemaru. Spielt der Monster in verdeckte Verteidigungsposition. Zukunftsvision vom Topdeck von Zane. Holt sich den Cyber-Zwillingsdrachen für die Zukunft. Spielt hier zusätzlich noch seine Hexfusion. Zerstört einen Sanger, der ein Monster aus dem Deck rufen darf, auf die Hand von Kagemaru. Die Hex-versiegelte Fusion liegt weiter im Angstmodus. Kagemaru kann weiterhin sich stärktechnisch scheinbar nicht wehren. Wieder ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Ein Feldzauber verdeckt aufs Feld. Sieht man sehr, sehr selten. Cyber-Zwillingsdrache betritt das Feld. Zane scheint hier das Kagemaru-Feld einfach zu überrollen. 5 neue Handkarten werden gerufen. Cyber-Zwillingsdrache attackiert. 2800 Punkte Schaden an den Lebenspunkten. Glänzende Elf attackiert. Nur noch 1500 Lebenspunkte bei Kagemaru. Und jetzt noch die Überlastfusion hinterher von der Zane-Seite. Merkwürdige Wahl, das jetzt noch zu tun. Hatte eigentlich die Feldkontrolle, holt sich jetzt hier den Chimera-Tech-Überdrachen mit 4800 ATK und reißt damit sein restliches Feld ein. Hat dafür ein sehr starkes Monster draußen, den Kagemaru am Zug. Geht in die verdeckte Verteidigungsposition mit einem weiteren Monster. Geht hier einfach überhaupt nicht in die Offensive. Vorheilungsbegräbnis wird von Zane aktiviert, um den glänzenden Elfen wieder zurückzuholen mit 1400 ATK. Riesentrunade bringt das Ganze wieder in Ursprungsposition. Noch ein Vorheilungsbegräbnis für noch mehr glänzende Elfen, keine verdeckten Zauberfallenkarten auf der gegnerischen Seite. Dieses Monster muss alles verteidigen. Es ist eine Tomato-Tomato und ruft sie mit der Tomato-Tomato eine Tomato-Tomato. Aber der Drache darf mehrfach angreifen und damit ist das Duell gelaufen. Zane vernichtet Kagemaru hier absolut in den Boden rammend. Also der hat überhaupt keine Schritte. Es ist halt Zane, wenn er seine Cyberdrachen rauskriegt. Kriegt man nicht so leicht kaputt.
Nightshroud mit Atticus Deck 4 gegen Axel Brody mit seinem eigenen Deck 0-2. Wir sehen Axels Seite. Hat hier einen Häcksler auf der Hand und schon mal den Glutbeschleuniger. Kann hier viel mit der Dimensionsmauer zurückwerfen. Spielt seine Karten erstmal verdeckt und wird sofort von einem schweren Sturm niedergerissen. Rotäugiger, finsterer Metalldrache in der ersten Runde von Nightshroud. Das sieht aus, als ob das Duell schon gelaufen ist. Axel Brody wird sofort niedergemäht, runter auf 5200 Lebenspunkte. Nightshroud am Zug, hat hier kaum noch irgendwas, um sich dagegen zu verteidigen. Spielt eine Dimensionsmauer, spielt seine anderen Monster noch nicht mal aus. Noch ein rotäugiger, finsterer Metalldrache in die Dimensionsmauer. Ein Angriff wird reflektiert, aber das reicht vorne und hinten nicht aus, um Axel zu retten. Direkter Angriff, nur noch 2400 Lebenspunkte für Axel Brody. Er spielt gar nichts. Axel ist so schlecht. Ich hasse Axel Brody. Nightshroud am Zug. Und das war's. Im sechsten Spielzug gewinnt Nightshroud das Duell. Ohne jegliche Herausforderung. Okay. Es duellieren sich Blair Flanagan mit ihrem Deck 03 gegen Adrian Gecko mit seinem Deck 02 und wir verfolgen die Adrian Gecko-Seite, was sehr frustrierend sein könnte mit den Volkian-Monstern. Spielt erstmal Wolke beschwören und holt sich Säurewolke mit 500 ATK in der ersten Runde, spielt eine Spiegelkraft, gute Unterstützung und eine Naturkatastrophe. Garrof, lichtverpflichteter Krieger auf der Blair-Seite, lichtverpflichteter natürlich, ein extrem starker Decktyp. Schauen wir mal, wie das für Adrian Gecko läuft. Hat ja erstmal ordentlich Schaden genommen. Säurewolke wird aktiviert, um eine Zauberfallenkarte zu zerstören. Hat lockendes Licht vernichtet. Nicht unbedingt eine sehr effektive Karte direkt in der ersten Runde. Hat die Spiegelkraft hier noch behalten. Kalte Welle von Blairs Seite verhindert hier vorläufig, dass die Spiegelkraft aktiviert werden kann. Ordentlicher Schaden damit an Adrians Lebenspunkten. Das war ein guter Zug von Blair. Wolke beschwören wird von Layla, lichtverpflichtete Zauberin, zerstört. Blair mildert ein wenig ihr Deck und macht somit das Feld ein bisschen versatiler. Layla ist allerdings in der Verteidigung nicht stark genug, um gegen die Säurewolken zu bestehen. Die Spiegelkraft wurde nun vernichtet. Guter Einsatz zwischen schwerer Sturm und kalte Welle hier. Das macht Blair sehr gut. Adrian Gecko spielt verräterische Schwerter, hat hier noch Sturmdrache auf der Hand, benutzt diesen aber überhaupt nicht. Das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus für Blair. Adrian scheint hier vernichtet zu werden, holt sich Gargonid, lichtverpflichteter Drache aus dem Friedhof zurück. Angriff mit 2600 Lebenspunkten, das war das Duell. Blair vernichtet Adrian tatsächlich komplett. Ohne jegliche Chance, die Volkianer haben nicht mal irgendwas beschworen, dass Blair hätte gefährlich werden können.